So, hallo Leute, time to frack, time for Erklärbär. Und zwar wollte ich euch eigentlich in diesem Video hier kurz zeigen und kurz meine Einschätzung dazu geben, ob VR-Gaming mit der Cloud-Gaming-Lösung Shadow funktioniert, beziehungsweise wie gut es funktioniert. Und wie sehr sich die Latenzen aufs Gaming auswirken. Da er den Ton hier im Spiel nicht aufgenommen hat, mache ich es jetzt einfach so. Ich quatsche euch hier auf der rechten Seite zu und auf der linken könnt ihr mein aufgenommenes Video beobachten. Beziehungsweise in der Mitte und die Webcam der Aufnahme links. So, ich springe noch mal kurz auf die Webseiten zurück. Zack. Und würde das Video mal so lange pausieren. Ich habe ja schon einige Videos gemacht über GeForce Now, dem Cloud Gaming Dienst von GeForce, der auch ganz gut funktioniert, der aber letztendlich nur im Kern den Zugriff auf zum Beispiel Steam zur Verfügung stellt, ohne ein Betriebssystem zu offerieren. Und Punkt 2, das Spieleportfolio ist ein bisschen eingeschränkt, da nicht jeder Hersteller den Dienst unterstützt haben möchte oder drauf laufen möchte. Gut, sei es drum. Ich habe mir aber auch einen Shadow-Account, der ein bisschen teurer ist, der liegt ungefähr bei 15 Euro. Mit einer GPU, die vergleichbar ist mit einer 1080er. Und damit spiele ich zum Beispiel auf mein Office Notebook und einen 32 Zoll Monitor gelegentlich zum Beispiel Conan Exiles oder Metro etc. Das Ganze eben auch über einen Mini-PC im Wohnzimmer, der so ein kleiner Mini-PC, der einfach über HDMI an meinen Fernseher angeschlossen ist. Funktioniert auch super geil, völlig latenzfrei, als wenn ich mit einem Gaming-Rechner auf den entsprechenden Ausgabegeräten spielen täte, also auf Fernseher oder mein Arbeitsbildschirm. Ich habe mir heute Folgendes vorgenommen, beziehungsweise habe auf Shadow, der Dienst stellt ein Windows 10 Betriebssystem zur Verfügung, eine komplette Oberfläche. Das Rechenzentrum ist übrigens in den Niederlanden. Bei Start dieser Shadow-Lösung stellt das Programm eine Windows 10 Instanz zur Verfügung. Man kann da alles drauf installieren, was man möchte. Unter anderem habe ich neben Steam dann auch Steam VR installiert, habe mir Hellsplit drauf installiert, habe mir Virtual Desktop installiert, um vom quasi lokalen, vermeintlich lokalen PC auf meine Quest zu streamen. Ich switche jetzt mal wieder zurück. Habe also Wireless gespielt. Das funktioniert vom Desktop-Rechner aus super smooth und super gut. Und kann das nur jedem wärmstens empfehlen, der ein vernünftiges WLAN 5 GHz Netz zu Hause installiert hat. Die Quest könnt ihr wie jedes Kabel-Gaming-Headset benutzen, funktioniert klasse. Ihr seht, Shadow funktioniert auch. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dieser Dienst ist halt irgendwo im RZ in den Niederlanden, stellt euch diese virtuelle Instanz zur Verfügung. Ich habe alles rauf installiert und über mein WLAN zu Hause streame ich mir Hellsplit auf meine Quest. Und es geht. Man merkt schon Unterschiede. Das möchte ich auf jeden Fall kommuniziert wissen. Es ist nicht vergleichbar mit dem Spielen über meinen Desktop-Rechner, der, ich sag mal, so gut wie keine Latenzen hat. Dieser Cloud-Gaming-Dienst hat natürlich aufgrund der Entfernung Latenzen. Steht außer Frage. Aber trotzdem funktioniert das Ganze
so extrem schnell und gut, dass mir zumindest unter der Brille nicht übel wird oder so. Man merkt kleine Ruckler, die immer mal wieder auftauchen, aber das ist in der Tat vergleichbar zu der Anfangszeit von Virtual Desktop auf meinem Desktop-Rechner im Netz. Und zeigt mir, diese Lösung, die funktioniert so gut, dass die nicht unbedingt fürs VR-Gaming heutzutage geeignet ist, aber durchaus zukünftig geeignet sein kann. Und auf jeden Fall fürs Plattspielen überhaupt kein Thema. Shadow ist ein super geiler Dienst, der nahezu, also für mich persönlich nach meinem Empfinden, latenzfreies Gaming möglich macht von Plattspielen. Ne? Ich spreche jetzt nur von Monitorspielen. VR-Games laufen da drauf, aber eben auch nur diese Quest. Ne? Und mit qualitativen Einschränkungen. Die Index erkennt der Client übrigens nicht. Also meine angeschlossene Valve Index am Desktop-Rechner erkennt der Shadow-Dienst nicht und das kann ich nicht spielen, aber halt über Virtual Desktop Wireless. Schön lustig. Wie gesagt, hier taucht es auf. 12,99 war dem so. Okay, für 12,99 oder ich meine 14 bezahle ich. Im Monat könnt ihr diesen Dienst buchen und bekommt einen Gaming-Rechner zur Verfügung gestellt, der halt so schnell ist wie eine 1080er. Demnächst werde ich upgraded auf eine 2080er und ein bisschen mehr Festplattenspeicher. Auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Die Leute machen einen klasse Job und das ist ein super geiler Dienst. In diesem Sinne, das war's auch schon. Das wollte ich euch zeigen. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Für ein Abo sowieso. Haut rein. Schmeckt fein. Wir sehen uns.